Ein Premium-Kompakt-SUV. Doch ist Premium seinen Preis wert? Grundpreis bei Teststart für den X1 mit 2 Liter Diesel 31.800 Euro. Dank vieler Extras kostet der Autobild-Testwagen jedoch fast 52.000. Als sogenanntes Sports-Utility-Vehikel ist der X1 ein Zwitter, der sowohl auf der Straße als auch am Gelände punkten will. 20 cm Bodenfreiheit lassen Ausflüge auf unbefestigte Wege zu. Doch wer macht das mit seinem teuren SUV wirklich? Nach über 100.000 Kilometern im Härtetest der Autobild-Redaktion führt der letzte Weg zur Schlachtbank. Eine Frage dabei, wie viel Offroad steckt noch im SUV? Oder ist es nur die Bodenfreiheit, die einen Offroader zum Offroader macht? Wir werden uns bei der Zerlegung mal auf das Fahrwerk konzentrieren, denn dieses Auto ist eigentlich unverhältnismäßig hart ausgelegt. Das mag man als sportlich ansehen, aber ein reiner Sportwagen ist es ja eigentlich nicht. Und ich weiß durchaus, dass die aktuellen Modelle komfortabler ausgelegt sind. Wir werden bei diesem Fahrwerk darauf achten, ob denn diese harte Auslegung ihm vielleicht irgendwo geschadet hat, ob das auf die Gelenke gegangen ist, ob es da irgendwo Probleme gibt. Nicht nur das Fahrwerk fiel negativ auf. Der kleine BMW war auch zu laut. Denn unter der Motorhaube befand sich beim X1 bis Herbst 2011, also auch im Testwagen, keine geräuschdämmende Matte. Nee, verstehe ich auch nicht, aber das ist ein Kritikpunkt. Also ganz klar, dass das ja geräuschmäßig sehr präsent ist. Ja. Doch BMW hat mittlerweile nachgebessert. Der zweite Blick führt unters Auto. Zuerst müssen die vielen Unterbodenverkleidungen weichen. Der Unterboden muss verkleidet sein, damit das strömungsförmig durch den Wind geht. Je mehr Verkleidungen unten sitzen, desto weniger Luftwiderstand während der Fahrt, desto weniger Kraftstoffverbrauch. Das wollen wir schon so haben. Er besitzt zwar 20 cm Bodenfreiheit, aber der Kunststoff und das dünne Blech der Verkleidungen würden beim Aufsetzen im Gelände schnell Schaden nehmen. So, nur aber. Denn es klapperte während der Fahrt. Oder mal schauen. Da sind wir schon ganz gut fündig geworden. Also zum einen ist der Auspuff relativ locker. Ja. Der kann also schwingen und da oben gegen scheppern. Dann haben wir hier so Verkleidungen, die auch zur Rhythmusgruppe neigen. Und nicht zuletzt diese Hitzeschutzbleche, die ebenfalls am Unterboden schlagen. Das insgesamt ist dann schon als Geräusch in der Kabine, als störendes Geräusch wahrnehmbar. Jetzt geht es an die großen Teile. Türen, Hauben, Sitze, alles muss weg. Vielleicht finden sich ja doch noch Offroad-Gene im X1 oder offenbaren sich gar noch größere Mängel. Also an dem Fahrersitz hier sehen wir hier an der Einsitzwange, Einstiegswange, sehen wir ein bisschen Verschleißspuren. Ist noch relativ wenig, aber das sind so die üblichen Spuren, wenn die Passagiere einsteigen. Die Nietenhosen, Jeans, die fordern so ein bisschen immer ihren Tribut. Und hier bei dem hellen Leder sieht man es leider auch recht deutlich. Aber das ist kein BMW-typisches, sondern ein allgemeines Problem bei hellem Leder. An den vielen Motoren in den Sitzen sieht man auch den Unterschied des kleinen SUV zum echten Offroader. So sieht also das Innenleben sozusagen von einem Stuhl aus heutzutage im Auto. Wenn wir dann so ein Urgestein wie ein Land Rover Defender uns angucken, da ist natürlich so ein Spielkram nicht drin. Da ist das mehr eine aufgepolsterte Holzkiste. Aber dieses Auto will ja weniger Geländewagen sein als einfach Lifestyle-SUV. Und da wollen dann die Leute schon bequem drin sitzen. Und dann ist das natürlich eine Option, dass man sich einen technisch aufwendigen Sitz da reinmacht. Die Sitze sind raus. Die größten Anbauteile sind ab. Auf einem improvisierten Fahrersitz geht's zurück in die Werkstatt. In eben jener musste der kleine BMW übrigens nie außerplanmäßig stehen. Lediglich im Rahmen der Inspektionen wurden Teile getauscht. Die Kosten für den Kundendienst betrugen dabei knapp 1.100 Euro. Hinzu kamen noch die hinteren Bremsen und auch die vorderen Stopper wurden gewechselt. Insgesamt fielen für die Wartung also rund 1.900 Euro in 2 Jahren an. Jo, dann lass laufen den Kram. Unter der Motorhaube wird Manfred erneut fündig. Doch dieser Makel ist nicht dem Auto zuzuschreiben. Tja, wer auf Laub steht. Das ist natürlich so ein Punkt mit den Wasserabläufen im Auto. Da kann man zum einen sagen, naja, da kann ja die Werkstatt mal drauf achten beim Service. Aber da ist natürlich auch jeder Benutzer selbst gefragt, an seinem Auto drauf zu achten, dass da Flüssigkeit aus dem Auto rauskommt. Und wenn so viel Laub vor den Wasserabläufen steckt, dann ist das irgendwann natürlich ein Problem. Dann kann das Wasser nicht mehr weg und sucht sich einen anderen Weg. Das will man nicht. Also da unbedingt mal drauf achten. Bislang gab es noch keine größeren Beanstandungen während der Demontage. Auch die Bauteile im Innenraum machen einen sehr massiven, soliden Eindruck.
Bis jetzt ist die Verarbeitungsqualität, von den klappernden Teilen am Unterboden mal abgesehen, sehr gut. Auch untenrum hinterlässt alles trotz des harten Einsatzes im Test noch ein gutes Bild. Wir schauen genauer hin. Ist der X1 als SUV stabil genug fürs Gelände? Die Aggregate, die wir jetzt hier sehen, sind zwar schon stabil ausgeführt, aber bei einem richtigen Offroader wäre das alle noch massiver ausgeführt. Also auf den ersten Blick, wenn ich mir hier so die tragenden Teile angucke oder sowas, bei einem richtigen Offroader wäre das mehr so, dass man den Eindruck hat, das stammt aus dem Waggon oder aus dem Eisenbahnbau. Und hier sieht das halt noch eindeutig nach Autobau, Pkw-Bau aus. Hat das sehr harte, auf den Straßengebrauch ausgelegte Fahrwerk des Testwagens den umliegenden Teilen und Gelenken nachhaltig geschadet? Der Verschleiß bewegt sich im üblichen Rahmen. Der hohe Anschaffungspreis scheint bislang angemessen, auch weil der X1 zuverlässig und robust war. Zuverlässig war auch der Diesel, allerdings auch etwas emotionslos und mit spürbarer Anfahrschwäche. Wir wissen aus dem Fahrbetrieb heraus, dass das Auto kaum Ölverbrauch gehabt hat. Wir wissen, dass die Fahrleistungen eigentlich gleich geblieben sind vom Anfang bis zum Ende des Tests. Insofern vermute ich mal, dass es dem Aggregat auch gut wird, was da vorne dafür gesorgt hat, dass das Auto in Bewegung ist. Im Motorraum findet Manfred einen Hinweis für die Zuverlässigkeit des X1. Die Bauteile sind hier durch eine große Wanne geschützt, werden entsprechend hier dann nochmal sauber feuchtigkeitssicher untergebracht. Die Steckanschlüsse sind sauber und gut geschützt. Wenn wir uns angucken, wo die Batterie im Heck im Kofferraum verbaut ist, die sitzt da völlig unbeeindruckt durch irgendwelche Feuchtigkeit. Und genauso sieht es hier unten aus, im Sicherungskasten, in der Karosserie selber. Das sitzt praktisch unterm Windschutzscheibenrahmen, unterm Armaturenbrett und auch da kommt eigentlich keine Feuchtigkeit hin. Das ist alles optimal gelöst. Der Dieselmotor war robust und hat mit kostbarem Schmierstoff geknausert. Doch wie steht es wirklich um das Aggregat? Dekra-Gutachter Günther Schiele findet's raus. Wir gucken den Motor natürlich erstmal äußerlich an, im Hinblick auf Leckagen, Undichtigkeiten etc. Aber die Aggregate, also Motor und auch die Getriebebauteile, die wir bisher von außen gesehen haben, machen eigentlich durchweg einen guten Eindruck. Sind vollständig trocken, also von dem her bis jetzt nichts Auffälliges. Während die Mechaniker den Motor zur Detailuntersuchung weiter zerlegen, überprüft der Technikexperte die inneren Werte des Katalysators mit Hilfe seiner Endoskopkamera. Es geht in erster Linie darum, den Monolithen zu untersuchen. Das heißt, wir gucken, ob der irgendwelche Brüche hat, ob der Anschmelzungen hat, ob er Ablagerungen aufweist. In dem konkreten Fall hier haben wir aber eigentlich einen sehr guten Zustand, also weder Ablagerungen noch Beschädigungen. Auch die Karosserie untersuchen die erfahrenen Spezialisten mit dem Endoskop. Wir sehen Schutzlackspuren, die sind so ein bisschen sporadisch da eingetragen. Das sieht man hier, das sind Leckstellen, Lecknasen. Das ist also kein ganz gleichmäßiger Eintrag. Aber das ist, glaube ich, nur noch das i-Tüpfelchen, was BMW versucht hat, da einen Korrosionsschutz reinzubringen. Ansonsten sieht es eigentlich bis jetzt gut aus. Der Selbstzünder mit 143 PS präsentierte sich mit 7,8 Litern Diesel auf 100 Kilometer im Gesamtverbrauch sparsam. Bei einer gesonderten Verbrauchsfahrt zur Effizienz der Start-Stopp-Automatik zeigte sich eine Spritersparnis von einem halben Liter mit Hilfe der Technik. Insgesamt schluckte der X1 auf 100.000 Kilometer 7.542 Liter. Und trotz des guten ersten Eindrucks, der Motor wird komplett zerlegt, um auch wirklich jeden eventuell vorhandenen Mangel aufdecken zu können. Ich glaube nicht, dass wir großartig Verschleiß im Motor feststellen werden. Wir haben nur 3,5 Liter Ölnachfüllbedarf gehabt. Das ist auf 100.000 Kilometer auch ein völlig normaler Wert. Ich glaube, dass der Motor eigentlich kerngesund ist. Und wenn wir jetzt gleich da reinschauen, dann haben wir auch die optische Bestätigung dafür. Na, wenn Manfred sich da mal nicht so früh freut. Die Dauertestzerlegungen haben schon so manch unschöne Überraschung ans Licht gebracht. Also das ist doch schon ziemlich perfekt. Dekra-Gutachter Günther Schiele vermisst dennoch die Kolben und Zylinder auf den tausendstel Millimeter genau, um den Verschleiß im Motor zu ermitteln. Die Maße, die wir ermittelt haben, zeigen uns, dass wir einen minimalen oder nahezu keinen Verschleiß hatten über diese Laufleistung. Das heißt, wir haben Sollwertvorgaben vom Hersteller und die prüfen wir nach. Und da liegen wir eigentlich nach der Laufleistung nach wie vor im Toleranzbereich. Auch bei den Kolben sind die Werte sehr gut. Der Vorab-Eindruck hat sich bestätigt.
Auch das Getriebe hat im Dauertest nicht gezickt. Das Zerlegen in seine Einzelteile zeigt auch hier keine Macken, kein erhöhter Verschleiß. Da haben wir den Magneten, der im Getriebegehäuse angebracht ist und der Metallspäne sammeln soll, sofern es Abrieb gibt. Und wenn da so wenig dran ist wie in diesem Fall, dann merkt man schon, da ist kaum Abrieb im Getriebe feststellbar. Nach 2 Tagen harter Arbeit geht es für die nackte Karosserie rüber ins Fotoset. Wichtiger Bestandteil des Autobild-Dauertests ist das Gruppenfoto der Bauteile. Akribisch rückt das Team jede Feder, Bremsscheibe und Schraube immer wieder um Millimeter hin und her, damit am Ende auch jedes noch so kleine Teil gut sichtbar ist. Der X1 hat sich als robustes Alltagsauto präsentiert, das auch Schotterpisten mühelos meistert. Doch das kleine Premium-SUV ist wahrlich kein Schnäppchen. Ist der hohe Preis angemessen? Technisch betrachtet ist das ein Top-Auto gewesen. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist sicherlich nicht der BMW, der die meisten Emotionen weckt, sondern eher ein braver Nutzwagen. Aber als solcher ist er technisch vernünftig ausgeführt und gibt dem Kunden vernünftige Qualität, wenn auch für einen stolzen Preis. In der Gesamtwertung der Dauertester schafft es der X1 auf Rang 15 von 88. Gleichauf mit dem Skoda Octavia Kombi. Denn einen Schnitzer hat sich der kleine Bayer doch geleistet. Auf nasser Fahrbahn zog der BMW beim Bremsen stark nach rechts. Kein Einzelfall, wie Autobild-Leser bestätigten. BMW besserte aber auch hier bereits nach.